Ja, Reisebüro an der Sphären, der Roland ist am Apparat. Grüß die Götter. Ja, selbstredend. Was sonst denn? Ja, wir haben da einen schönen Städtetrip, Arkham, Kingsport und dann wie. Ah, eine Weltreise haben wir auch da, ja. Passen's auf, das beginnt in New York City, dann geht's über London nach Afrika, Kenia, dann nach Australien und dann nach Shanghai zum Abschluss. Was sonst? Gell, das klingt. Da müssen Sie nur gucken, da müssen Sie sich ein bisschen beeilen, weil ich glaube, danach ist der Weltuntergang. Ja. Ja, der Reiseführer ist ein gewisser Nihalat Hotep. Der Herr Hotep ist ein ganz ein freundlicher Mensch. Der kennt sich sehr gut aus. Der ist dann überall, genau. Ja, dann mache ich Ihnen ein Paket und Sie kommen vorbei und dann machen wir es. Ja, wunderbar. Ja, vierte. Na, so kann es gehen. Und so eine Reise, die gibt es auch in einem wunderbaren Paket. So oder so ähnlich könnte man sich vorstellen, dass die Box in Nihalototeps Schatten entstanden ist. Meine allererste Box von Cthulhu, die allererste Kampagne und die, muss ich sagen, mochte ich sehr, habe sie zweimal komplett durchgespielt mit unterschiedlichen Gruppen. Und innerhalb der Box haben wir einmal das große Abenteuerband. Ja, sieht alles sehr ähnlich aus. Dann das Quellenband. Und zum Schluss noch ein Band extra für die Spielhilfen, die dann in kopierter Form tatsächlich sehr, sehr viele Blätter einnehmen. Dazu später mehr. Das sind alles die Spielhilfen. Und damit ist die Box dann leer. Drei Bücher in einem Band, das war damals eine tolle Sache. Und ja, es ist eine Weltreise tatsächlich. Und es geht mal wieder um einen bösen, bösen Kult, wo sich dann herauskristallisiert, es sind sogar mehrere böse, böse Kulte, aber alle haben einen Gott an ihrer Spitze, nämlich der Namensgeber Nyarlathotep, der Gott der 999 Masken, der hier auch in verschiedenen Formen auftreten wird. Und ja, es ist eine der klassischsten Cthulhu-Kampagnen, die sehr früh in Deutsch übersetzt und neu aufgelegt wurde. 2001, also kurz nach dem Erhalt der Rechte, hat Pegasus sich an dieses Machwerk gewagt. Und man merkt der Kampagne ein bisschen das Alter an. Ja, also sowohl dem Original von Chaosium als auch jetzt dieser deutschen Übersetzung merkt man an, es sind die frühen Jahre. Ich will es nicht schlecht reden, ich finde es gut, ich habe es zweimal durchgespielt, wir hatten sehr viel Spaß dran. Aber es beginnt mit dem Hilferuf eines guten Freundes. Ja. Wir fangen in New York an, es bietet sich also an, mit Amerikanern einzusteigen, völlig erstmal egal, welche Art von Charakteren. Und der Hilferuf eines guten Freundes erreicht einen und Spoiler-Alarm, dieser Freund ist tot. Hat irgendwas auf die Stirn, oh, ein Kult, Bauch aufgeschnitzt und man sieht eine verdächtige Person aus dem Fenster springen. Damit ist man dann mittendrin, man will den Mord aufklären und beginnt dann das Abenteuer und wird dann in eine große Sache verstrickt, die über die Kontinente hinweg sich bewegt, bis man am Ende dann ja, den Weltuntergang sozusagen verhindert. Wir beginnen also in New York. Dort kommt der Hilferuf des Freundes und bald darauf die Ermordung desselbigen. Wir beginnen die Ermittlungen im Umfeld und stoßen irgendwann in Harlem auf den ersten Kult, und zwar den Kult der blutigen Zunge. Den lassen wir mehr oder minder hochgehen und finden uns wieder in der mysteriösen Erzählung der Carlyle-Expedition. Und diese Expedition bzw. ihre Mitglieder verfolgen wir über die komplette Kampagne. Also, nachdem wir in Harlem gegen einen riesigen Geisterwurm antreten mussten, geht es dann nach London. Dort folgen wir den Hinweisen zur Penhew-Stiftung und nach Soho. Nachdem man in Soho einen geheimen Teeladen hochgenommen hat, kommt man irgendwann ans Herrenhaus eines gewissen Herrn Penhews, und der hatte irgendwas mit dieser Expedition zu tun, und man kommt dann langsam auf die Bruderschaft des Schwarzen Pharaos, die uns wiederum weiterführt nach Kairo, Nordafrika. Dort verfolgen wir die Spuren der Kala-Expedition bis hin zu den geheimnisvollen Pyramiden.
Und irgendwann geht es dann in die Tiefe der Pyramide und es gilt, ein Ritual zu verhindern, bei dem eine untote Königin, nämlich Nitocris, wieder auferstehen kann. Nachdem man Kairo überlebt hat, man hat hier schon den ersten Kontakt zu Nyarlathotep gehabt und es geht tiefer in den Süden nach Kenia. Von Nairobi aus geht es dann per Zug in ein Safari-Camp, das ein kleines Ghoul-Problem hat. Und nach einer Übernachtung in einem Dorf von Eingeborenen geht es zum Berg der Schwarzen Winde, Mount Kenya. Die Spuren führen uns dann nach Australien. Und von der Sicherheit der Städte geht es dann irgendwann ins Hochland, weil man auf den Spuren der Aborigines in der Sandwüste, besser gesagt darunter, eine verlorene Stadt aufsucht. Und auch hier bekämpft man einen der Überlebenden der Carlyle-Expedition und hat dann die letzten Hinweise, die einen nach Shanghai führen. Und in dieser fremdartigen Stadt gilt es dann, das kriechende Chaos zu besiegen und Nyarlathoteps großen Plan, mit einer Rakete sozusagen ein Loch in Raumzeit und zwischen die Sphären zu schießen, um dort das Chaos in unsere Welt zu lassen, zu verhindern. Aber bis dahin ist viel Wahnsinn und viel Tod auf dem Weg. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr brutale und sehr schwierige Kampagne, wenn man die Kämpfe nach Regeln und den geistigen Wahnsinn nach Regeln behandelt, denn die Charaktere begegnen echt vielen Manifestationen von Nyarlathotep und auch kleineren fiesen Monstern. Also beim ersten Durchlauf haben, glaube ich, nur einer überlebt, der einigermaßen geistig gesund war, und beim zweiten, möchte ich jetzt nicht hier ins Feuer legen, kam, glaube ich, niemand mehr durch. Sie haben es zwar verhindert, aber zu welchem Preis? Das Quellenband ist insofern sehr schön, weil es einen schnellen Überblick über die wichtigsten Orte und die Art des Reisens gibt. Außerdem Hintergrundmaterial für die Personen und die Kampagne selbst. Also wir haben etwas über New York, wir haben einen kurzen Abriss über London. Wir haben Kairo und Nairobi drin, wir haben Australien und am Ende Shanghai mit Ausflügen in verschiedene andere Nebenschauplätze, die in der Kampagne abgehandelt werden. Mittlerweile gibt es für New York und auch für London oder Ägypten große, ordentliche Hardcover-Quellenbänder, die qualitativ und informativ besser sind, aber für damals war das auf jeden Fall eine sehr schöne Beigabe. Und dann haben wir noch das Spielhilfenband mit unglaublich vielen Auszügen aus Mythoswerken, Zetteln, Briefen, Telegrammen und. Also die Kampagne ist ein großes Detektivspiel und viel, viel Gekämpfe und viel Horrorelemente, dass man sich bemühen muss, da die Waage zu halten. Es fängt wirklich schon krass an in New York und man muss einfach schauen für die Spieler, dass es machbar ist. Man muss einfach schauen für die Spieler, dass es machbar ist, dass sie dann irgendwann entweder nicht total abgestumpft sind, oh, ja, Nyarlathotep, gute! Ja, oder die ganze Zeit sabbernde Wracks spielen. Also die Waage ist ziemlich schwer, weil sie echt krasse Sachen zu sehen bekommen und trotzdem irgendwo den Horror noch mittragen wollen. Also ich hatte immer gute Spieler, die das dann trotzdem immer aufs Neue gemerkt haben, dass sich das immer weiter steigert, das Gruselige. Aber ich finde es schwierig. Also das ist eine Schwierigkeit, wo man irgendwie auch merkt, da will die Kampagne zu viel. Ansonsten macht sie wirklich Spaß, hat bis auf ein paar kleine erzählerische Schwächen eine schöne Grundstory. Und als Einstieg finde ich sie, gibt es einfachere. Ich finde, auf den Inseln ist sie als Einstieg besser. Und also für ganz frische Charaktere ist sie eine Nummer zu groß, finde ich. Da, persönliche Meinung. Genau.
das war ein recht kurzer Einblick in Nyarlathotep's Schatten. Meine erste große Kampagne, natürlich mittlerweile auch out of print. Und da mir jetzt langsam aber sicher die Boxen ausgehen, muss ich mal schauen, ob ich euch noch irgendwas anderes vorstellen kann. Aber erstmal bis zum nächsten Mal. Ach Mensch, was macht dann der Kater jetzt da? Ja, musst du dann überall in jedem Film... Bursche, gell?